Herzlich willkommen zum Food Adventskalender 2019. Wir öffnen Türchen Nummer 23. Und hier versteckt sich eine praktische lange Winkelpalette von Kikis Kittchen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video von meiner lieben Madeleine von Madeleines Schlemmerparadies. Danke, Annette, für die tolle Einleitung. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Madeleine, bin 32 Jahre alt, Mama von fast zwei Kindern und sowas Süßes gibt's hier öfters. Und ich zeige euch heute eine super leckere, leichte, schnell gemachte Silvestertorte. Wir fangen jetzt direkt an mit der Deko, denn die sollte ausgehärtet sein, damit es dann uns leichter fällt und alles etwas schneller fertig ist. Viel Spaß beim Video! Ja, für die Deko benötigen wir natürlich Fondant, diverse Ausstecher, ich habe CMC noch benötigt und dann noch so ein paar Ausstecher. Zuerst beginnt ihr damit, dass ihr euren Fondant einmal weich knetet. Wenn das passiert ist, gebt ihr dann einen Teelöffel von dem CMC-Pulver mit dazu. Das dient dazu, dass das alles etwas schneller aushärtet und dann habe ich das auf 3 mm Dicke ausgerollt. Hab meine Schüssel genommen, die hatte ich vorher geguckt, ob die auf die Torte auch passt, also weil ich hatte schon im Kopf 18 cm Durchmesser sollte die groß werden und deswegen habe ich mir dann die Schüssel genommen zum einmal ausstechen. Dann habe ich mir nochmal etwas von Hand ausgerollt und habe mir so ein kleines Schildchen ausgestochen. Und jetzt habe ich nochmal ganz dünn dann ausgerollt, Fondant oder die Modelliermasse dann sozusagen, weil wenn es mit CMC vermengt ist, ist das eher eine Modelliermasse. Und habe dann etwas mit Ausstechern 2020 reingeprägt in das kleine Schild. Und weil ich mir noch nicht sicher war, wie ich es machen wollte, habe ich mir diverse Zahlen einmal ausgestochen. Als das passiert war, habe ich dann meine Zahlen alle zur Seite gelegt, damit sie schön antrocknen können und habe weiter munter auf losgestochen, ausgestochen und mir ganz viele Sterne einfach ausgestochen. Der nächste Schritt war, dass ich mir eine Schlange ausgerollt habe. Habe meine Schüssel nochmal genommen, habe dies einmal rundherum gelegt und mit einem Marzipanmesser einmal bündig abgeschnitten. Habe das etwas nochmal platt gedrückt mit so einem Fondantkletter und habe das erstmal an der Seite stehen lassen und habe dann meine Zahlen, genauso meine Prägungen etwas mit Gold verziert. Die Goldfarbe habe ich bei Patty Versand bestellt, aber das schreibe ich euch unten noch alles rein in die Infobox. Genau, und dann malt ihr einfach alles an, was ihr Gold haben möchtet. Und zu guter Schluss habe ich dann noch einen kleinen Schriftzug in 3 Sternen gemacht, und zwar Happy New Year. Passt ja perfekt natürlich zu Silvester. Und so habe ich dann, wenn ich damit fertig war, auch alles erstmal zur Seite gestellt. Zum guten Schluss habe ich dann noch etwas Goldpuder genommen, habe das Ganze nochmal etwas abgepudert, damit das nochmal etwas extra Glanz hat. Und als das Ganze dann so einen halben Tag getrocknet war, habe ich dann meinen Ring genommen, habe den einmal außenrum gelegt. Bei dem Kreis, den ich halt davor ausgeschnitten hatte und auch trocknen gelassen habe. Und dann habe ich schon meine Zahlen draufgeklebt, denn das sollte unsere Uhr werden. Die wollte ich ursprünglich eigentlich hinstellen, aber dazu hatte ich dann zu wenig CMC-Pulver benutzt oder halt einfach zu wenig Zeit zum Aushärten. Das kann man dann nehmen, wie man möchte. Und weil ich dann mir unsicher war mit den Zahlen, habe ich nur die 12, die 3, die 6 und die 9 aufgeklebt und den Rest einfach mit Sternen ausgefüllt. Weil ich dann mein Schild so reinstellen wollte in die Torte, habe ich mir noch ein kleines Loch reingeschnitten. Und wo ich damit zufrieden war, habe ich meine ganze Deko erstmal zur Seite gestellt.
Weiter geht's dann mit den Zutaten für den Boden, für den Red Velvet Boden. Gar nicht wundern, da habe ich ein bisschen mehr Backkakao drin stehen als, also jetzt hier eine Schüssel, als eigentlich reingehört. Da war ich wohl etwas verpeilt. Ihr benötigt dafür 170 Gramm Zucker, 4 Eier der Größe M, 290 Gramm Mehl, 50 Milliliter Orangensaft, 10 Gramm Backkakao, 200 Milliliter neutrales Öl, 150 Gramm Naturjoghurt, ich habe hier griechischen benutzt, 11 Gramm Backpulver, eine Prise Salz, 1 bis 2 Teelöffel Vanilleextrakt und weil es noch etwas doch weihnachtlich bei uns zugeht, habe ich dann noch einen Teelöffel Lebkuchengewürz mit dazu gegeben. Und weil es ja ein Red Velvet werden sollte, Pastenfarbe, jeden halben Teelöffel in Rot und Bordeauxrot und einen Teelöffel Puderfarbe in Rot. Als erstes gebt ihr da eure Eier in eure Rührschüssel, gebt euren Zucker mit dazu und schlagt dies schaumig auf. In der Zwischenzeit habe ich dann meine trockenen Zutaten einmal miteinander vermengt. Also die ganzen Gewürze, Backkakao, Mehl, Backpulver, die Puderfarbe. Und dann mischt ihr das alles miteinander. Wenn die Eier grob aufgeschlagen sind, habe ich dann die Prise Salz, genauso wie das Vanilleextrakt mit dazu gegeben. Und dann habe ich die Maschine etwas runtergedreht, habt ihr ja gesehen, und habe meine Pastenfarbe mit dazu gegeben. Kurz danach durfte schon der Naturjoghurt mit dazu wandern und ja, dann habe ich meinen Orangensaft noch mit dazu gegeben. Und dann habe ich löffelweise meine trockenen Zutaten dazu gegeben und das Öl. So wie ich euch das Rezept dann aufschreibe auf dem Blog, ist das richtig. Also braucht euch keine Gedanken machen, genauso wie ich es hier gesagt habe mit den 10 Gramm Backkakao. Und ja, dann wird das nicht zu dunkel und ihr seht das dann noch, dass es ein schöner roter Teig ist. Das habe ich mir dann umgefüllt in 18er eingestellten Tortenringen und habe diese bei 160 Grad Umluft 45 Minuten gebacken. Dann habe ich genauso an dem Tag noch vorbereitet eine Ganache. Dazu habe ich 70 Gramm oder Milliliter Sahne benutzt und 230 Gramm weiße Schoki. Die Sahne habe ich mir erhitzt, habe dann die gehackte Schoki einmal reingegeben, runtergedrückt, 5 Minuten stehen gelassen und das Ganze danach glatt gerührt. Das Ganze habe ich auch über Nacht dann stehen gelassen und am nächsten Tag, wo es ans Füllen der Torte ging, habe ich mir dann noch 400 Gramm Butter genommen und meine weiße Ganache, habe die Butter einfach aufgeschlagen und die Ganache mit dazu gegeben dann. Und fertig ist eure fondantauchliche Buttercreme, genau. Für die Frischkäsefüllung benötigt ihr 300 ml Sahne. Ich hatte als Fruchteinlage noch Johannisbeeren genommen. Dann braucht ihr Vanilleextrakt 1 Teelöffel, 4 Teelöffel Sanapat, 300 Gramm Frischkäse, weitere 7 Teelöffel Sanapat, 100 Milliliter Orangensaft und was hier nicht steht, ist eine kleine Dose Mandarinen. So sah das dann schön bunt später beim Anschnitt aus. Hier beginnen wir damit, dass wir unsere Sahne einmal aufschlagen. Da habe ich gleich zu Anfang an meinen vergessenen Puderzucker mit dazu gegeben. Genau, das waren 50 Gramm. Und das Vanilleextrakt, habe das angeschlagen und dann meine 4 Teelöffel Sanapat mit dazu gegeben. Das Ganze steif geschlagen, habe die Maschine ausgemacht und in eine andere Schüssel habe ich dann einfach den Frischkäse und den Orangensaft miteinander vermengt und dann die 7 Teelöffel Sanapat mit untergerührt.
Als das Ganze klatsch war, habe ich dann meine Sahne noch untergehoben, das immer mit viel Liebe bitte. Und dann habe ich mir meine ganzen Massen einmal umgefüllt in Spritzbeutel. Und dann konnten wir schon zusammensetzen. Dort habe ich als erstes meine Böden geschnitten. Und wie ihr schon seht, mein Red Velvet ist mir ein bisschen dunkel geworden. Nicht vom Backen, sondern weil ich zu viel Backkakao drin hatte. Aber wie schon gesagt, das Rezept ist dann auch, steht auch richtig dann auf meinem Blog. Genauso, was ich euch hier gesagt habe, ist genau die Menge, die ihr dann benötigt. Ich habe halt immer abwechselnd gespritzt. Einmal halt außen die Buttercreme. Dann hatte ich die Johannisbeermarmelade, zwei Ringe gespritzt und dazwischen immer was von der Frischkäsecreme und mit den Mandarinen immer oben drauf gegeben, so dass es schön fruchtig ist. Und das habe ich dann bis oben hingemacht. Und dann habe ich das Ganze einfach nur noch eingestrichen mit der Buttercreme, so als erste Schicht. Darf auch gerne etwas großzügiger sein. Ihr seht ja, ist ja auch fast alles schon so gut wie fertig eingestrichen. Und als ich dann damit fertig war, habe ich das Ganze für mindestens 2 Stunden in die Kühlung gestellt. Nach den 2 Stunden habe ich mir etwas Backpapier genommen, habe das mir so zurechtgerissen, habe das an meine Torte angebracht. Mit etwas Buttercreme habe ich dann in der Mitte was davon draufgegeben und habe das Ganze glatt verstrichen. Das muss gar nicht viel sein. Das diente eigentlich nur dafür, dass die Streusel gleich kleben. Dafür habe ich das Ganze in ein tiefes Backblech gesetzt, damit, wenn jetzt was runterfällt, die ganzen Streusel mir nicht in der Küche rumfliegen und ich diese dann gleich nochmal verwenden kann. So fertig habe ich das Ganze dann für 30 Minuten in die Kühlung gestellt. Nach den 30 Minuten habe ich mir dann mein Backpapier wieder entfernt. Achtung, bitte nicht die Streusel gleich wegschmeißen, die am Backpapier sind. Die kann man nochmal super wiederverwenden. Ich habe das dann einfach runtergestrichen mit einem Teigschaber. Und hier habe ich dann meine restliche Buttercreme einmal aufgeteilt, grob außenrum gespritzt. Entschuldigt, also einmal grob außenrum gespritzt und dann einmal verteilt. Also schön glatt gestrichen, genau. Das Ganze habe ich dann nochmal mit so einer Metallkarte gemacht. War da nicht ganz so zufrieden, also habe ich wieder zu meiner Winkelpalette gegriffen und das Ganze so weit glatt gestrichen, bis ich zufrieden war. Das Ganze habe ich dann für 1 Stunde kühl gestellt. Und damit das ein schöner Absatz ist, habe ich dann einfach nochmal meine goldene Farbe genommen und habe dann die Ränder damit verziert. So dass dann eigentlich auch perfekt gepasst zu der restlichen Deko. Und das restliche Fertigstellen könnt ihr jetzt natürlich am 3. Tag machen. Dazu habe ich einmal die Torte umgesetzt. Hab dann meine Uhr einmal oben drauf gelegt. Hab nochmal mit einem Messer die Vertiefung in der Mitte reingeschnitten, so dass es auch in der Torte ist und habe dann mein 2020 Schild einmal oben drauf reingesteckt. Dann durften schon die ganzen Sternchen dran wandern an der Torte. Und da könnt ihr euch ja frei entfalten. Und weil mir der große Stern so gut gefallen hat, habe ich den auch oben drauf reingesteckt. Sahst du dann ganz schick aus und dann heißt es nur noch Ausleben mit Streusel und mit den ganzen Sternchen. Ich habe übrigens die restlichen Streusel für unten für den Absatz der Torte von denen benutzt, die halt am Backpapier waren, die schon etwas mit der Buttercreme in Berührung gekommen sind. Aber so musste ich nichts wegwerfen und habe alles 1A aufgebraucht. Genau, das war's schon. Soweit fertig, also
Ich habe hier halt mit Superstreusel gearbeitet, die fand ich ganz toll dazu, zu der Torte. Und fertig ist meine Silvester Foldline Cake für euch. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ja, meine Lieben, das war's schon. So schnell ist unsere Silvestertorte fertig. Ihr habt jetzt noch genügend Zeit, diese nachzumachen. Darüber freue ich mich sehr. Bevor wir jetzt zum Gewinnspiel kommen, vielen, vielen, vielen Dank, Annette, dass ich dieses Jahr wieder mit dabei sein darf. Bei unserem Foodtuber Adventskalender hast du wieder super organisiert und ich danke dir sehr. Und um am Gewinnspiel jetzt teilzunehmen, müsst ihr eigentlich nur 2 ganz simple Sachen machen. Einmal kommentieren, irgendwas Nettes reinschreiben, gerne auch einen Gruß an meine Kollegen, denn die lesen das auch. Und was dann ganz wichtig ist, ist den Hashtag FOAK2019. Dazu schreibt bitte alles zusammen, keine Leerzeichen dazwischen, ganz, ganz wichtig bitte. Und dann nehmt ihr schon automatisch bei der Verlosung teil. Ich drücke jeden von euch auf alle Fälle die Daumen und vergesst nicht bei meinen lieben Kollegen, der lieben Alex von Alex Food Lounge vorbeizuschauen. Sie hat euch gestern eine super leckere Schokotorte gezeigt und morgen geht's weiter bei der lieben Chrissy von Amerikanisch Kochen. In dem Sinne, schaut vorbei, ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann sehen wir uns bald wieder mit einem neuen Video. Tschüss!